Jojo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The Bus. Heute schauen wir uns mal die Linie 300 an. Und zwar haben wir auch ein paar Mods installiert, was vor ein paar Tagen rauskam, waren zum Beispiel die originalen BVG-Ansagen. kann man sich ganz einfach im Steam Workshop runterladen. Auch hier dieses Repaint mit der Bundeswehr, was auch echt gut aussieht. So. Muss man sagen. Würde ich sagen, setzen wir uns mal rein. Genau. Machen wir alles startklar. Alles. Soweit startklar auf jeden Fall. Hallo? Ja, auch soundtechnisch hat sich auf jeden Fall was getan hier. Es wurde auch alles überarbeitet. Genau. So. Auch von der Performance hat sich einiges geändert. Das läuft auch jetzt tausendmal besser. Varian Freistraße, Potsdamer Platz. Von der Performance her läuft es auch jetzt viel besser. Morgen. Morgen. Guten Morgen, moin. Moin. Ja, dass ab und zu Ruckler drin sein oder drin ist, ja, liegt im Grunde genommen an der Grafikkarte. Das ist halt eine Grafikkarte. 4 GB Grafikkartenspeicher. Aber trotzdem lässt sich das Ganze ja relativ gut spielen. S- und U-Bahnhof, Potsdamer Platz. Und ja, genau. Da hören wir uns auch übrigens, das ist die Ansagen-Mod. Das Ganze ladet euch runter, dann ist es auch schon automatisch im Spiel drin, ohne dass man es noch einfügen muss. Das Ganze bemühen. Moin. Leipziger Straße, Wilhelmstraße. Ah, möchte keiner wenden, alles klar. U-Bahnhof Mohrenstraße.
Hi. Moin. Ja, ich sag mal so, auf jeden Fall kann man zwar sagen, dass das Spiel, oder das LDS-Spiel jetzt auch mal ein Spiel, so langsam wird. Also ich sag mal so, es lohnt sich es auf jeden Fall mal zu holen. Mit den drei Linien, Lino, ne, vier Linien sogar, ne? TXL 300, 200. Linie 100. Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall schon auch als Fahrzeug, ne? Auch den EZ-Tau. Der jetzt schon, auch wenn es wieder eine Weile dabei ist. Vier Varianten. Jo. Unter den Linden. Ja, muss schon sagen, die Bass hat da schon echt grafiktechnisch auch, was die Realität betrifft, echt gut umgesetzt. Also das sieht halt eigentlich also einfach aus wie in echt, ne? Also das ist schon echt cool gemacht. So, würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Lasst doch gerne ein Abo da, einen Daumen oben. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.